Schade, ich dachte eigentlich, können wir mal ein Eis holen, wenn ich wieder das Eisfach leer ist. Das ist wieder voll. Für dich, Smurfy. Sag mal guten Morgen. Guten Wuff, guten Wuff. Wir gehen jetzt ans Meer spazieren. Darf ich dir das Geschirr ummachen oder nicht? Willst du hier bleiben, Smurfy? Gehen wir jetzt ans Meer. Der Smurfy hat ja gestern den Fleischerknochen bekommen. Bernd hatte hier in der türkischen Fleischerei, wie viel? 2 Kilo oder? 2,5 Kilo. Geschenkt bekommen für den Smurfy. Und da hat der Herrchen heute Nacht geweckt. Was hast du gemacht, Smurfy? Du musst da alle Geschäfte heute Nacht mit Herrchen verrichten, ne? Ja, interessant. Ja, wir haben 18 Grad. Und ich habe mit Livia angefangen, mit den Füßen ins Wasser zu gehen. Ja, und dann ist das so, dass wir, okay, dann ziehen wir die Hose aus. Okay, dann ziehen wir den Body aus. Okay, die Windel auch. Und das endet meistens in nackig ins Wasser gehen. Und willst du jetzt auch ins Wasser, Livia? Ja. Wie ist das Wasser? Ja. Nass? Ist das auch warm? Gibst du mir eine Hand? Ja. Oder gehst du ohne Hand rein? Ja. Boah, die Wellen, die sind toll, ne? Warte mal, Livia, ich muss mir meine Hose noch hoch machen. So, sonst wird ja mein Bein... Chip, 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 chip. Hui. Ja, das machen wir jetzt mal, ne? Papa ist oben noch mit dem Smurfy. Unterhält sich noch mit den anderen. Ja, komm. Ja? Hui. Hui, ich hab dich, ich hab dich. Und ihr dürft jetzt ein bisschen eine Meeresauszeit haben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich sag, die haben tatsächlich zusammen im Zelt geschlafen. Kein Mond mehr. Geht's, Livia? Was? Ja. Kein Mond? Kein Mond mehr zu sehen. Ist weg. Smurfy kriegt gerade seine nächste Portion Knochen, die Bernd gestern geschenkt bekommen hat. Als Belohnung, dass er gerade seinen Jagdhund hat raushängen lassen. Wenn andere Hunde kommen, dann lassen wir den halt so wetzen, aber mit der Schleppleine hinten dran. Er rennt ja auch eigentlich nicht weg. Das ist nicht das Problem beim Smurfy. Beim Smurfy ist es so, wenn er dann zum Beispiel ganz weiter Entfernung ist, eine kleine Plastiktüte, die vom Wind so weht, da rennt er dann hin. Die will er dann fangen. Er denkt dann, was weiß ich, da kommt dann halt der Jagdhund durch. Und dann ist er auch absolut nicht abrufbar. Also er will nicht von uns wegrennen. Er hat halt einen unheimlichen Jagdtrieb. Ja, alle, die einen Beagle haben, die wissen, wovon ich rede. Ja, und dann ist er halt gerannt, gerannt, gerannt. Der andere Hund hat auch Beagle mit drin, ist so ein Mischling. Da hat die Frau dann gesagt, so, ja, jetzt weiß ich, woher die das hat. Ihre macht das auch manchmal. Und Bernd ist dann mit in die Ferienanlage reingerannt, ich mit Livia hinterher. Und durch die Schleppleine, dann verheddert der sich ja. Ne? Dann ist er zum Glück gestoppt worden. Ja. Papa alles einmal durchgepustet, alle Adern, einmal gerannt vom Sport. Und ich sag immer, lass uns Sport machen. Und Papa sagt immer, ich hab Sport gemacht. Hat Ausreden. Nee, wir haben einen Hund, Ausreden. Wir haben ein Kind. Ja.
Gerade hast du aber gesagt, wohin willst du laufen? Ja, das kommt noch dazu. Den Stift brauchst du? Ja, meine Ausrede ist, zu zweit wird es mehr Spaß machen. Ausreden hat man ja immer. Bock habe ich da auch nicht drauf, aber es wird uns gut tun. Ich habe ja mal so Bodentouren ein paar Mal gemacht. Selbst das hat mir gut getan, das habe ich gemerkt, aber selbst das habe ich wieder aufgehört. Ja. Gestern Wäsche gewaschen, super getrocknet und jetzt räume ich das erstmal alles weg, alles falten, alles wegmachen. Die Bettdecken werden gelüftet. So, Bernd ist draußen mit dem Smurfy Katzen jagen und Livia sortiert meine Stifte neu. Livia, soll ich dir mal deine Blätter geben? Dann kannst du was malen. Hier. Ja, mal. Hier ist dein Block. Bitte schön. Na, dann kannst du hier malen. Super. Und ich kann hier eben weitermachen. Da kommt dein Cousin. Der hat da hinten große Ferienapartments, die man auch mieten kann für den ganzen Monat. Ja. Können wir uns ja auch mal angucken, wenn er heute kommt, weil die wollen gucken wegen Wohnung hier für länger. Ja. Ja. Und was kosten die? Weiß man weiß das? Ich nicht. Keine 600 Euro, hat er gesagt. Ja. Ja. Mal einen Monat. Und wenn das dann hier Januar cool wird oder so, ja, hier würden wir bleiben. Für den Platz bezahlen wir ja schon 500 Euro fast, ne, im ja. Monat. Ja. Müssen wir nur gucken, ob wir den Camper abstellen dann. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Die Wohnung ist nichts für uns, sagt Bernd. Weil die wird nur für ein Jahr vermietet, ne? Nicht für einen Monat. Also, mal gucken. Ja? Laufen jetzt zum Tante-Emma-Laden. Und Bernd hat den Rucksack genommen und ihr glaubt nicht, was rausgefallen ist. Ah, ein heiliges Lakritz. Und die gibt es, glaube ich, hier nicht zu kaufen. Das muss jetzt verdient werden. Na, der hat vielleicht darf das haben, aber ich packe es erstmal in eine Tasche. Und wir wollten heute auch joggen, ne? Ich hab schon gejoggt. Wir haben nochmal. Ich nehme den Smurfy. Okay. Miam, miam. Ach, Brombeeren. Müssen wir hier gucken, Livia. Hier waren Brombeeren. Bernd hat gesagt, ob wir bis zum Steg joggen sollen. Calvino wird auch mitmachen. Wir gucken mal, ob wir das heute noch zeitlich einrichten können oder ob wir Ausreden finden. Brombeeren, ne? Die sind aber alle noch hell, Livia. So hell. Die kann man, die sind noch nicht reif. Hm? Miam, miam. Miam, miam. Ja, nimm dir. Probier mal. Die könnten ein bisschen sauer sein. Sind die lecker? Ja? Oder sind die sauer? Sauer? Sag mal sauer. Sag mal sauer. Keine Zeit. Schmeckt nicht, ne? Komm. Ah, der hier ist zu. Der ist auch sehr unhöflich hier. Deswegen gehen wir jetzt auf die andere Straßenseite. Da ist der Bremen Market. Und dann müssen wir da die Unterführung durch. Ja, gib mir deine Hand. Komm, wir gehen da den Tunneli. Ja, ja. Wie spät haben wir denn? 12:12 Uhr. Ja. Vielleicht zurückkommen, wenn ich den Villa anfange. Ja. Wir haben ja auch lange geschlafen heute. Und da ist das Meer und hier sind auch Hotels. Skies Hotel. Der Bürgersteig ist ein bisschen verkrautet. Aber sehr schön, mit Leitplanke fühlt man sich ein bisschen sicherer.
Bernd, man kann bestimmt auch hier irgendwie zu den Hotels hinfahren. Die Hotels, dass man da mal hinfährt oder so, ist bestimmt interessant. Habe ich dir ein paar Mal jetzt schon gesagt. Ja. Da vorne auch ein Stellplatz ist, den ich mir immer gerne angucken will. Ja. Aber da kann man halt nie ein Feedback von dir. Dann lass uns ja doch gleich hingehen. Fahren. Ja, oder wir können wir hier drunter her durchgehen und da hingehen? Ich würde geradeaus weiter zu dem anderen Shop mal laufen. Ja, machen wir. Betty. Die Gegend. Ah. Die Gegend erkunden. Ja. Die letzten Mal schon fast so gemacht mit dir. Ja. Also hier rechts würden wir jetzt zu der anderen Straßenseite kommen. Wir gucken jetzt mal den anderen Stellplatz an. Was kostet der? Weißt du das? Nein. Zum Stellplatz kommen wir jetzt hier. Ach so. Langsam ist glatt, ne? Ja. Mhm. Schnell hier. Wir sind umgedreht. Das wurde immer zugewucherter. Da fahren wir mal mit dem Auto den anderen Stellplatz gucken. Jetzt sind wir hier bei Bremen Market und hier sind so nicht fertiggestellte Ruinen. Ja, Palmen, ne? Und der Bremen Market. Da gehen wir jetzt mal rein. Ich war da noch nie drin. Keiner da? Okay. Na dann. Keine Tomaten für die Mutti. Ja. Bitchai, es ist so warm heute. So schön. Dankeschön. Ein Chai, ne? Livia kriegt einen Minzchai, frische Minze. Und wir trinken den auch. Den. Der ist sehr lecker. Wir haben gestern noch zwei andere Sorten geholt. Eine haben wir schon probiert. Phyllis. So eine rote Packung. Ist auch sehr lecker. Eher mild. Der hier ist eher kräftig. Du kannst auch gleich rühren, dein Chai. Aber erstmal muss ich Wasser kochen, ne? Ja, Smurfy, ich hol dich rein. Der ist glatt vom Laufen jetzt. Der hat jetzt getrunken. Ich hole jetzt den Smurfy rein. Ach, Papa lässt ihn rein. Noch Stockbrotteig. Gestern bei der Grillparty haben die Kinder da so Spaß dran gehabt. Es war allerdings sehr schwierig, im Dunkeln Stöcker zu finden. Ich habe es versucht mit so einem Palmenwedel oder so einem Geflädderrad, gar nicht funktioniert. Und überhaupt im Dunkeln, das war nicht so eine gute Idee. Deswegen haben die jetzt schon mal den Grill angeschmissen. Heute wird im Hellen gegrillt. Wir haben noch, also den Rest von gestern machen wir warm und wir grillen noch was Frisches. Oh, das war so lecker, auch wenn man nicht gesehen hat, was man auf dem Teller hatte. Das war echt doof zeitweise, weil so dunkel war halt. Es sah so schön aus mit dem Feuer und die Lampions, so Romantik pur meint man, aber dann, ja. Deswegen, heute grillen wir im Dunkeln, im Hellen. Wir haben jetzt übrigens hier drin 29,5 Grad und draußen 27,1 Grad. Wahnsinn, ne? Im Vorzelt, obwohl die Seiten offen sind. Es ist richtig, richtig geiles Wetter heute. Bin gespannt, wie das noch wird. Es wird ja wahrscheinlich kühler jetzt im Dezember und Januar. Aber dass wir sind ja jetzt einen Monat unterwegs schon, dass wir noch so geiles Wetter hier haben, das ist wirklich ein Geschenk, würde ich sagen. Genau, ich habe Stockbrotteig gemacht, kann ich dir gleich geben. Das sind türkische Delight. Ja, Zuckerwürfel, das neue türkisch Delight. Kannst du mal sagen, der Chai ist fertig, bitte? Wie war das hier mit, isst du die jetzt, ne? Granatapfelkerne, ne? Mal, wo wir sind. Wir gehen jetzt alle ins Meer. Oh, es ist so herrlich. Hallo. Kommst du auch gleich rein? Nee. Nee? Was? So kalt. Ist kalt? Das Wasser ist kalt. Ja.
Viertel nach fünf. Ah. Vielleicht wird sie wach. Dann gucken wir alle Fußball und wenn nicht, dann haben wir frühen Feierabend. Ich war echt platt heute irgendwie. Die Nacht war echt kurz mit den ganzen Unterbrechungen. Das stimmt, ja. Ich war ein paar Mal raus und dann hat Libby ja wieder Breakdance gemacht. Aber ihr kennt das ja wahrscheinlich, die Kinder haben die verstehen das wahrscheinlich. Denn voll die Riesenwellen, die ist noch größer als vorhin, als ihr Wasser war. Ja. Mir war das heute ein bisschen zu nass, das Wasser. Aber alles in allem war heute echt ein super Tag, war richtig schön, ne? Ich war im Meer. Mein Wetter war super. Ich war ganz im Meer. Ganz drin war, also bis zur Popo-Witze. Du bist ja richtig umgefallen. Ne? Ich war richtig drin, das war richtig schön. Ja. Wir haben Spaß unseres Lebens gehabt, alle zusammen. Wir haben sehr viel genug zu dem Wasser. Wir haben heute ausgemacht, dass wir auf jeden Fall noch länger hier bleiben. Ja. Die anderen auch. Das ist ganz schön. Wir am Samstag oder am Sonntag mal gucken, zusammen zu einem Markt fahren. Wir wissen nicht, ob wir den alten mal so waren oder nochmal einen anderen hinfahren. Mal gucken, vielleicht auch weiter. Also wir schauen mal. Wir haben noch ein paar Sachen vor hier in der Gegend, die wir... Ja, morgen zum Beispiel noch viele, da freue ich mich zum Beispiel sehr drauf. Ja, diese antike Stadt wollten wir uns morgen angucken. Ja. Ich esse jetzt noch Salat. Kräuterbutter. Die Reste auch, wir haben heute Resteverwertung gemacht. Morgen auch nochmal. Morgen wollen wir auch nicht kochen, da haben wir Brokkolinski. Auch aktuell, also finden wir diesen Kochbuch von uns in den Veganen. Wenn ihr das mal stöbern wollt, nochmal gucken wollt, was wir da so Tolles drin haben, könnt ihr gerne mal so. Nein, die hast du mitgenommen. Wir fahren jetzt Essen holen. Bernd fährt mit. Ein paar Pommes oder so. Und ich genieße die Aussicht. Hast du in deine Tasche gesteckt, die Kamera vielleicht? Kann ja nicht weg sein. In der Hosentasche. Die liegt doch da. Ja, und mal gucken, setzen wir uns gleich vielleicht ins Vorzelt. Es war sehr warm, aber wenn jetzt die Sonne weggeht, dann wird es auch sofort frisch. Das wollte ich euch erzählen, deswegen habe ich euch das gezeigt. Ich hatte mir doch den Tag an diesem Baumstumpf da zweimal, nicht einmal, zweimal den Zehennagel eingehauen und der war wirklich schon ganz locker und man konnte da drunter gucken und so Kruste unterm Zehennagel, das tat so weh, aber es war wieder abgeheilt. Ich konnte wieder normal laufen, aber habe natürlich aufgepasst, weil der Zehennagel locker ist. Und gerade nach dem Schwimmen, wir waren am Meer schwimmen, das war so schön, wir hatten so eine schöne Stimmung. So richtig schön entspannt und so. Ja, habe ich halt die Teekanne getragen. Das ist ja so zwei Kannen. Eine oben, eine unten. Und bin am Zelt. Da sind ja diese Schnüre und unten die Heringe im Boden. Da bin ich gestolpert. Ich kann es euch nicht sagen, wie weh das tat. Der Zehennagel wieder hochgeklappt. Frisches Blut, altes Blut. Es ist nur noch an einem seidenen Faden. Jetzt habe ich wieder dick Verband drum, weil das tut so weh. Hier hinten quasi, da hängt er noch komplett dran im Fleisch. Deswegen, ich ziehe den nicht ab oder so. Ja. Jetzt habe ich wieder den Salat, ne? Am Zehennagel. Ja, ich sage, ich glaube, das Meerwasser, das heilt den schnell. Ich gehe jeden Tag ins Wasser mit den Füßen. Vielleicht geht es schnell weg. Naja, drückt mir die Däumchen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns morgen in alter Frische. Tschüss!